Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires. Wir sind bei der Mission Syrakus. Was wir tun müssen, 10 römische Legionäre in das Syrakus Forum platzieren. Aber ich darf Archimedes nicht töten. Er ist ein alter Mann. Okay. Wir haben nur 6 Legionäre, das heißt, wir müssen noch einen bauen. Gibt's irgendwo Nahrung? Da gibt's Nahrung. Gut, bauen wir gleich mal einen Kornspeicher daneben hin. Schiffe haben wir, Fischerbild. Ah, oh. Schick. Die ziehen wir mal so ein bisschen zurück. Und bauen ein paar Dorfbewohner. Ja, die auch ein bisschen zurück. Die mache ich einfach mal eins. Ja, wie ihr seht, haben wir gleich mal dicken Widerstand. Ja, was heißt Widerstand? Eher einen kleinen Angriff. Das Schiffchen reparieren wir mal. Und ihr geht mal Holzhacken noch. Baue ich, glaube ich, noch eine Lagergrube hier so. Ja, die baue ich hier hin. Direkt in die Holzreserven rein. Danach müssen wir uns um Häuser kümmern. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Du baust mal Häuser. Mit dem zusammen. Und ihr dürft schon mal anfangen, Holz zu fällen. Gut. Bin mal gespannt, was uns in dieser Mission so erwarten wird. Ich habe keine Ahnung. Ja, 2 Häuser bauen wir noch. Dann haben wir unsere Bevölkerungsgrenze erreicht. Und dann bauen wir erstmal weiter feuchtfröhlich Bauern. Lagergrube ist gut platziert, muss man sagen. Ich erkunde mal mit dem Katapult so ein bisschen die Insel, weil die haben einfach am meisten Reichweite. Von der Sicht her. So. Thereme weiterentwickeln, nicht genug Nahrung. Ein Löwe, dann schalten wir mal ganz schnell aus. Und da haben wir auch Gold. Nice. Gold ist immer gut. Nix gut, ihr Schiffchen da hinten. Ich glaube, ich sehe mal zu, dass meine Schiffe ein bisschen in Stand bleiben. Keine Lust, welche zu verlieren, weil wir nicht aufpassen. Ja, die Reme weiterentwickeln. Bauen wir erstmal eine Seestreitmacht. Wenn der Gegner eine hat, dann brauchen wir auch eine. Ist ganz logisch. 2 Transportschiffe haben wir auch, okay. Gut. Dann fange ich mal an, ein bisschen Holz zu machen. Da sind noch 2 Schiffe, die repariert werden wollen. Oh, nächster Bauer. Ah, meine Fleischressourcen sind fast erschöpft. Dann fange ich mal an, Bauernhöfe zu bauen. Kann man da noch durchlaufen? Perfekt. So, da noch einen. Ach komm schon, geh aus dem Weg. Da noch einen. Da noch einen. Aber von der Seite bitte. Da noch einen. Auch von der Seite bitte. Und da passt noch einer hin. Wenn die mal aus dem Weg sind.
So, mit denen fangen wir schon mal an, hier ein bisschen Gold abzubauen. Und ja, die schicke ich einfach mal da hoch. Zu meinen anderen Holzfäller. Können wir noch was gebrauchen? Bauen wir noch zwei Bauern. Dann läuft das Ganze. Ah, da habe ich auch noch einen. Stimmt ja. Bauen wir mal ein Regierungsgebäude. Das baue ich einfach mal ganz dreist hier hin. Der Kollege darf mir noch einen Bauernhof bauen. Aber nicht dahin. Den baue ich hier hin. Genau wie den da. So, bin ich mich um Holz gekümmert. Gold habe ich. Nahrungsproduktion läuft auch. Was wir noch brauchen ist ein... Haben wir einen Marktplatz? Nein, haben wir nicht. Also brauchen wir noch einen Marktplatz. Reichweiten-Upgrade für die Schiffe und so. Und so weiter. Ja, dann baue ich gleich nochmal... Na, ich baue erstmal mal... Wobei... Ich baue noch ein paar Schiffe dann. Natürlich mit dem Upgrade hier. Nicht genug Holz. So, zwei Schiffe mehr. Auf die passen wir mal ein bisschen auf. Ziehen die mal am besten ganz zurück. Nicht, dass da irgendein Schiff da hinten auf die Idee kommt, meine Schiffe da vorne zu zerballern. Das finde ich nämlich irgendwie nicht so lustig. Ballistik, Treffsicherheit von Fernwaffen und Belagerungswaffen. Klingt doch ganz gut, wenn wir hauptsächlich mit Schiffen unterwegs sind. Um die Goldproduktion zu verschnellern, baue ich, glaube ich, hier mal noch eine Lagergrube hin. Direkt dran. So. Nächstes Schiffchen. Und Technik entwickeln. Reichweite für Belagerungswaffen und Belagerungsschiffe. Belagerungsschiffe haben wir. Also lohnt sich das auch schon mal. So, als nächstes. Ich glaube, ich guck wieder, dass ich in meiner Waffenschmiede. Wo ist sie denn? Da. Möglichst viele Ballisten bauen werde. Marktplatz, Goldminenproduktion. Ja. Ja, ich konzentriere mich wieder auf Ballisten, schätze ich. Hat letzte Mission eigentlich ziemlich gut geklappt. Das werde ich jetzt einfach mal beibehalten. Entwickeln. Kostet ein bisschen was. Können wir noch ein bisschen sparen. Ja. Katapulte. Ja, ich kann auch drei Schiffe bauen. Dann bauen wir halt vier. Jetzt habe ich zwar 51 Bevölkerung, aber muss ja keiner wissen, ne? Ist noch irgendwas Tolles? Nö. Nicht so wirklich. Reichweite Zerstörungsrates? Nö, brauchen wir nicht. Stehen jetzt meine Kriegsschiffe hier im Weg für die Fischerbötchen, oder wie? Ja, ich denke, wenn wir die beiden Schiffe noch ziemlich genau jetzt fertig haben, werde ich mal losmarschieren und einen Gegner suchen. Ich fahre jetzt einfach mal den Rand hier ab. Guck, was da so auf mich zukommt. Da ist eine Insel mit einem gegnerischen Schiff. Ja, ein bisschen Schiffkampf. Gehandelt wird nicht. Ja. Ja, notfalls haben wir noch ein bisschen Holz, um was nachzubauen. Falls was kaputt geht. Deswegen spare ich mir erstmal dieses Upgrade.
Bringt tut's uns eh noch nichts. Na, der hat aber auch einige Schiffe. Naja. Da erzürnen wir mal die Götter des Olymps. Ich bin mal gespannt, was die gegnerischen mächtigen Götter jetzt so gegen uns tun wollen. Scheinbar nicht viel. Na, du zerstörst mein Schiff hier nicht, Kollege. Was ist da so? Ein Turm. Was zur Hölle? 100 Schaden und so viel Reichweite. Ist das mies. Also wenn der noch mehr von diesen Türmen hat, tue ich mir, glaube ich, ziemlich schwer bei dieser Mission. So, alles töten hier. Ich glaube, den Hafen. Den Hafen lasse ich nämlich mal stehen. Falls wir noch ein bisschen Gold brauchen. Können wir dann nämlich einfach ein paar Handelsschiffchen bauen. Apropos Gold, auf der Insel ist auch Gold. Okay. Wenn unsere Goldreserven hier voll sind, weg sind, meine ich. Ja, komm, konzentriert euch erstmal hier auf die Seite. Wenn unsere Goldreserven hier weg sind, es dauert nicht mehr lange, dann gehe ich einfach mal zum Braun rüber auf die Insel. Und schnapp mir seine. Ja, dürfte gleich soweit sein. Rüber mit euch. Dann kann ich das Upgrade ja doch mal erforschen. Und Nahrung haben, brauchen wir eigentlich noch Nahrung? Eigentlich fast nicht. Nö, eigentlich nicht wirklich, ne? Okay. Dann heißt es dann wohl, dass ich mit dem ja, ich lasse die hier erstmal fertig bauen, bis die Nahrungsressourcen erschöpft sind. Und dann baue ich ein paar viele, wie ich es in der letzten Mission gemacht habe, ein paar viele Waffenschmieden und trickst das Bevölkerungslimit mal wieder aus. Einfach weil ich es kann. Ja, die dürften jetzt so nach und nach kaputt gehen. Ja, ist nicht mehr viel drauf, da auch nicht. Gut. Ja, die sind auch gleich weg. Zwei, fünf, 22. Mach die mal alle damit. Es geht irgendwie auch nicht schneller, wenn ganz viele an einem Ding sind. Das merke ich gerade. Nehmen die Teilen sich da auf? Keine Ahnung. Naja. Dann schicken wir die halt alle erstmal zum Holzfällen. Machen hier Platz für unsere Kriegsmaschinerie. Ja, und dann mal weiter gucken, ne? Das können wir dann auch abreißen eigentlich. Dann können wir hier noch alles vollbauen mit Waffenschmieden. Da fange ich gleich mal mit an. Waffenschmiede. Ja. So, Bautrupp. Waffenschmiede, wo ist sie denn? Wieso suche ich die jedes Mal? So. Bauen wir mal ein paar. Den Kornspeicher können wir auch wieder abreißen. Brauchen wir erstmal nicht mehr. Da kann ich noch jede Menge Waffenschmieden hinbauen. Gefällt mir. Holz und Gold habe ich ja sowieso einiges. Um Legionäre müssten wir uns dann noch kümmern. Mache ich dann nachher.
So. Mehr Waffen schmieden. So, da noch eine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da haben wir 12. 13 haben wir dann. 20 baue ich, dann sind genau meine beiden Transportschiffe voll. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, dann läuft doch da mal was. Das müsst ihr noch fertig bauen, Leute. So. Drei Stück noch. Dann geht die Party ab. Jetzt baue ich Press da dran. So. 20 Stück habe ich. Ja, als nächstes müssen wir uns erstmal einen Platz Bevölkerung bauen. Besorgen. Ja, töten wir einfach gerade mal so einen Bauern. So, perfekt. Dann bauen wir mal Ballisten. So. Ich hoffe, ich habe keines übersehen irgendwo. Sieht es wahrscheinlich lustig aus, wie die alle hier spawnen werden. Oh. Da lebt noch einer unten. Jetzt nicht mehr. So, ihr geht mal da oben weiter sammeln. Ihr geht auch mal da oben weiter sammeln. Könnt auch noch eine Lagercrew dahin haben, wenn ihr unbedingt wollt. So. Müssten jetzt ziemlich genau 20 Stück sein. Hab ja eigentlich oft genug nachgezählt. Wenn das jetzt halt stimmt, wäre das ziemlich peinlich. Und dann starten wir einfach mal die Invasion. Beziehungsweise erstmal gehe ich noch erkunden, wo ich denn ungefähr hin muss. Nicht in die Nähe von dem Turm, weil die sind irgendwie ziemlich imber. Gibt's hier noch irgendwas Cooles? Ah, da geht die nächste Insel weiter. Ich glaube, da werden wir uns auf dieser Insel ansiedeln. Ja. So, was heißt ansiedeln? Wir werden da einfach mal hingehen mit unseren Ballisten. Und gucken, was da... Oh, nee. Dieser dumme Turm. Ein Transportschiff voll. Zweites Transportschiff. Voll, perfekt. Genau 20 Stück. Da fahren wir erstmal hier runter. Keine Ahnung, was hier noch so ist. Das will ich nicht ausprobieren mit 20 Ballisten an Bord. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir irgendwo erforschen könnten? Offensichtlich nicht. Die Ressourcen unserer Insel sind auch fast ausgenutzt. Muss man zweites Transportschiff da. So, möglichst nicht an diesem Turm vorbeikommen. Möglichst nicht, habe ich gesagt. Und dann da siedeln wir einfach mal über. Ich hoffe, dass jetzt kein Kriegsschiff von denen noch ankommt oder so. So.
Und dann gucken wir einfach mal. Ach nee. Dieser dumme Turm. So, einfach mal gucken, was hier uns so erwartet. Da ist Gold, okay. Falls wir noch Gold brauchen, müssen wir es vorher kriegen. Ah, ist ein gegnerischer Turm. Den hauen wir mal platt. Und hoffen, dass möglichst viele Gegner auf uns zustürmen werden. Gegner, hallo. Wo seid ihr? Irgendjemand da? Armes Bambi. Hallo. Leere Insel oder was? Fahr ich einfach mal da hinten hoch. Elefanten töten. Bevor der uns jetzt auf die Idee kommt, in die Eier zu treten oder so. Ich glaube, so ein Elefantentritt in die Eier tut ziemlich weh. War das auch wieder so ein Imberturm? Nein, kein Imberturm. Das ist einfach mal ein Phalanx-Typen. Einfach mal so im Wald. Nicht schlecht. Na, da kommen doch die Gegner an. So. Da ist noch ein gegnerisches Schiff. Das wir da so nicht haben wollen. So, dann fahren wir einfach mal hier so weiter. Töten einfach so alles, was uns so ein bisschen im Weg steht. Da steht noch einer. Da steht noch was. Ja, die sind ja süß. Naja, fahren wir einfach mal so die Insel ab. Fischerbötchen braucht der Gegner nicht. Kavaliere auch nicht. Da ist noch mehr Gold, okay. Na, da war der Gegner. Wow. So. Noch mehr Gegner. Noch mehr Gegner. Noch mehr Gegner. Und noch ein Turm. Ja, eine Balliste verloren. Kann man mit leben. Elefanten töten. Ja, ich weiß, ich bin gemein. Aber es macht Spaß. Unschuldige Tiere. Hehehe. Ja, gut. Kommt da jetzt noch irgendwie groß was? Oder starten jetzt einfach so eine Invasion auf den Gegner? Was ich mal machen könnte ist, da die hier eh nichts zu tun haben, in einem Transportschiff rüber... Ah ne, dann nehme ich einfach die dafür. Da muss ich mir den großen Umweg nicht machen. Hey, da stehen ja noch zwei. Faulen Säcke da. Süß, süß dieser Gegner. So, was ich jetzt hier baue, ist einfach mal die Kaserne, falls unser Ziel, das wir erreichen, ist, irgendwie da sein sollte oder so. Wow. So. Zum Langschwert ausbilden. Machen wir das doch mal.
Brauche ich noch eine Lagergrube dahin? Nehm die mit, nehm die mit. Nehm noch ein paar mehr mit. Sofern die da noch reingehen. Nein, tun sie nicht. Okay, erledigt. Und jetzt fahren wir einfach mal mit denen darüber. Oder einfach mal in das gelbe Gebiet rein. Und da kommt auch schon die Kavallerie des Gegners an. Glaubt mir eine Balliste. Ich hab mich halt nicht. Ja, ihr dürft angreifen, Leute. Gut, gut. Läuft doch alles. Muss ich aufpassen, dass ich wirklich mit dem Transportschiff nicht mehr in die Nähe von diesem Imberturm da komme. So. Langschwertkämpfer. Was müssen wir tun, um Legionäre daraus zu machen? Ich baue jetzt einfach mal alles, was ich noch so bauen kann. Ein Tempel. Eine Akademie. Was gibt's noch? Ein Stall baue ich noch. Kann er nie wissen. Ich habe nämlich die Anforderungen nicht so im Kopf, was man für welches Gebäude braucht. Oder welchen Erforschungsdingsbums. Kann ich es jetzt machen? Nein, kann ich nicht. Es sei denn, sie meinten damit, dass Langschwertkämpfer reichen würden. Ja, witzig, die sieht man hinter den Mauern gar nicht. Ja, ich stelle jetzt einfach mal hier hin. Und da dürfen sie alles beschießen, was da so irgendwie in die Quere kommt. Zinsenstreitwagen. Klingt interessant, brauchen wir nicht. Gibt's noch irgendwas, was wir erforschen könnten? Kettenhemd. Eisenschild. Irgendwas. Irgendwas muss es doch geben. So, die noch dürfen Gold sammeln, wenn sie wollen. Das habe ich entwickelt. Da habe ich gleich das nächste entwickelt. Angriffsstärke für Nahkampfeinheiten. Machen wir halt ein bisschen die Mauer kaputt. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Darf ich es jetzt machen? Bitte, bitte, bitte. Nein. Ja, baue ich einfach 4 Stück. Nein, ich baue keine 4 Stück. Halt, halt, halt. Da müsste ich jetzt noch einige Einheiten von mir vernichten. Die brauche ich ja wahrscheinlich sowieso nie wieder auf dieser Insel. Bin ich genau bei 50. Katapulte braucht auch kein Mensch. Turmschild, okay. Entwickeln wir noch ein Turmschild. Und dann bauen wir 4 Kasernen dahin. Weil wir noch 4 Legionäre brauchen. Und wie wir wissen, können wir ja damit wunderbar ganz easy das Bevölkerungslimit austricksen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 4 sind 10. 10 Stück brauchten wir. Perfekt. Irgendwas erforschen hier noch. Wie komme ich jetzt an Legionäre ran? Angriffsstärke für Dorfbewohner. Na gut, warum nicht? Immer noch keine Legionäre. Na, vielleicht reichen die ja. Ja,
laufen wir weiter vor hier. Einfach mal alles kaputt machen, was so in die Quere kommt. Da oben ist ein alter Mann. Dürfen wir den töten? Dürfen wir nicht töten? Das ist jetzt die große Frage. Naja, töten wir einfach erstmal alles, was auf uns zuläuft. Und immer noch nicht. Wenn der alte Mann da eingesperrt ist, dann will er da eingesperrt bleiben, glaube ich. Was ich machen könnte, ich glaube, ich vernichte einfach noch die Schiffe. Dann habe ich Platz für 7. Auf Nummer sicher gehen sozusagen. Nein, 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 nein. Ich habe gesagt, wir zerstören nicht dieses Gebäude. So. Die 4 noch. Na, Mann. Lass mich doch einfach in Ruhe. So, alle Mann versammeln. Kann ich wirklich keine Legionäre bauen? Einfach mal alles erforschen, was geht. Na gut, ich probier's dann einfach mal mit denen. Weil da ist ja hier die Flagge. Ich glaube, das ist genau unser Zielort, den wir einnehmen müssen. 5 Stück kann ich noch bauen, dann kann ich noch 4 in Produktion geben. So. So mag ich das. Ja, dann löschen wir jetzt einfach mal den Olymp aus. Den brauchen wir eh nicht mehr. So. Olympischen Götter. Tschüss. Ach, ich kann ja mehr Legionäre bauen, weil die ja nur eine halbe Einheit zählen. Was wahrscheinlich im Regierungsgebäude erforscht wurde. So, dann sind wir aktuell bei 49. Dann können wir noch ein paar bauen. Und dann traue ich mich einfach mal da reinzulaufen. Ich wüsste nicht, was ich noch erforschen sollte, damit da Legionäre draus werden könnten. Finde ich eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass hier die Römer keine Imba-Legionäre bauen können. Naja, dafür haben sie 1A Belagerungswaffen. Auch nicht schlecht. Ja, und ich laufe jetzt einfach mal da los. Und da rein. Zu der Fahne. Oder hier irgendwo hin. Keine Ahnung. Ja, komm. Lass mal alle da hoch. Weg von diesem Schiff. Ah, das ist der nächste Turm. Ja, laufen wir gleich weiter rein. Bin ich mal gespannt, ob wir diese Mission jetzt mit diesen Langschwertkämpfern gewinnen. Ich laufe da jetzt einfach rein in der Kette. Einfach laufen, 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 laufen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Zu der Fahne da? Oder nicht zu dieser Fahne? Ich glaube, wir haben echt irgendwas übersehen. Also Haus haben wir, Kaserne haben wir, Kornspeicher vielleicht, den haben wir vorhin abgerissen. Das könnte unsere Probleme erledigen, vielleicht. Hoffentlich auch nicht. Yes. Okay, okay, okay. Bogenschießanlage haben wir, Stall haben wir. Was brauchen wir noch? Akademie, Tempel haben wir. Regierungsgebäude, Waffenschmied. Ich verstehe es nicht.
Bleibt doch einfach mal da stehen, ihr Affen. So, ich lese mir jetzt nochmal die Szenarioanweisung durch. Platzieren Sie in das eine erhöhte Fläche durch zwei Flaggen markiert. Töten Sie Archimedes nicht. Tu ich doch. Scheinbar brauchen wir da wirklich Legionäre für. Merkwürdig, diese Mission. Ich nehme jetzt einfach mal diese vier Ballisten hier. Und gehe auf die Türme da los. Ja, das ist Archimedes, den dürfen wir nicht töten. Merkwürdig das Ganze. Sehr merkwürdig. Aber da ist definitiv die Flagge. Ja, das sind doch auch Römer, oder? Normalerweise. Was tun wir da jetzt? Was tun wir da jetzt? Baue ich ein Weltwunder? Haus habe ich definitiv gebaut. Kaserne habe ich mehr als genug. Kornspeicher steht auch. Lagergrube habe ich. Den Hafen habe ich. Bogenschießanlage und Stall habe ich. Abwehrturm, Bauernhof. Ich glaube nicht, dass es an einem Abwehrturm liegt. Egal, bauen wir einfach mal alles. Kann ich noch was erforschen? Katapult entwickeln? Nö. Vielleicht doch das? Nö. Oh ja, lustig, Kollege. Woran liegt es, dass ich keinen Legionär bauen kann? Jetzt vielleicht? Nein, hat mich auch gewundert. Akademie, Regierungsgebäude, Tempel. Den Marktplatz habe ich auch gebaut, ne? Habe ich definitiv gebaut. Ich könnte es natürlich einfach nochmal versuchen, da hochzulaufen. Au. Falsche Richtung. Wie viel habe ich das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sollte ja eigentlich noch reichen, oder? Dann laufe ich jetzt einfach mal mit den ganzen Truppen hier und hin. Und guck, was da so ist. Aber ich glaube, da ist es nicht. Aber da ist doch definitiv die Flagge. Oh Mann. Ja, ihr Holzfäller da, ihr dürft mal ein bisschen Nahrung sammeln. Oh Mann, ey. Langschwertkämpfer. Gold brauche ich auch keine mehr. Keines mehr. Dann dürft ihr da noch einen Kornspeicher hinbauen, um das schneller zu sammeln. So. Ich glaube, ich mache jetzt an dieser Stelle mal ganz kurze Pause und gucke einfach nach, mit was wir die Legion bauen können. Okay. Irgendwie bin ich jetzt nicht so fündig geworden. Muss ich zugeben. Aber... Was fehlt uns denn noch? Medizin? Keine Ahnung. Forschen wir mal Medizin. Mir fällt auch echt nichts mehr ein. Belagerungswaffen? Was haben Belagerungswaffen? Was hat Medizin mit
Fanatismus. Keine Ahnung, ich erforsche einfach mal. Also ich bin gerade so ein bisschen gefrustet schon. Nein, 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 nein. Oh, das Gebäude steht noch. Monotheismus, keine Ahnung. Ah, 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 was? Okay. Also ich muss sagen, ich bin jetzt ziemlich hart verwirrt. Nicht nur so ein bisschen, sondern ziemlich fett hart. Wie viel haben wir denn jetzt dann? Ungefähr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Da fehlt es uns noch ordentlich Nahrung. Dann baue ich am besten ein paar Fischerbötchen. Und ja, war im Nachhinein doch so ein bisschen doof, unsere Dorfbewohner hier umzubringen. Und mit denen hätten wir jetzt noch ein bisschen Nahrung sammeln können. Fischerbötchen, Fischerbötchen. So, ich sammle da auch nochmal mit. Hm, na gut. Dann baue ich nochmal. Baue ich hier einfach nochmal ein Dorfzentrum irgendwo hin. Oh ne, das sollte eigentlich, wobei. Wenn mal mehr Bauern bauen da drüben. Wo ist es denn? Dorfzentrum, da haben wir es doch. Dann baue ich das direkt dahin. Ja, wobei, jetzt haben wir es eigentlich schon fast wieder. Ungefähr die Hälfte, 1400 Nahrung kosten die Teile. Na gut. Also mein Geheimtipp, Tempel erforschen. Alles mögliche, was da drin ist. Scheinbar hat es geklappt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ist mir egal, solange es klappt. Ja, reißt mal ein bisschen die Mauer ein. Wenn ihr sonst nichts zu tun habt. So, 400 Nahrung fehlt noch. Ja, kriegen wir die da noch raus? Ja, wird knapp, wobei. 150, 50, ja, die kriegen wir da noch raus. Gut, gut. Die alles feindlich. Na gut. Oh Gott, das hätte mich vielleicht jetzt ziemlich verstört, wenn ich einfach diese Legionäre nicht bauen hätte können. Aber man muss ehrlich zugeben, es ist ein bisschen komisch, wie ich die bauen muss. Tempel. Okay. Vielleicht werden die durch Religion besser. Glaubenskrieger sozusagen. So, jetzt haben wir gleich unsere 1400 Nahrung. Zumindest gleich. Na, komm schon. Endlich. Ja, jetzt müssen wir nur warten, bis das Upgrade durch ist, ne? Nichtsdestotrotz kann ich mit denen ja schon mal hier hochlaufen. Möglichst ohne, dass sie von hier wieder mit irgendwelchen Schiffen beschossen werden. Und das sind halt wirklich die Flaggen. Also müssen wir da schon hin, schätze ich. Oh, wie weit ist unser Upgrade? Ist da 35. Ja, dauert noch einen kurzen Moment, dann ist das fertig. Und dann können wir endlich mal diese Mission gewinnen. Jetzt halt machen wir nur ein bisschen den Gelben kaputt, hä? Mal gucken, was da hinten noch so ist. Abgesehen von nichts. Noch ein Kornspeicher. Ah, sorry. Oh, ich hasse dieses Niesen. Ich muss ständig niesen.
Und das war jetzt noch vergleichsweise wenig oft. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. So, wir können mit denen schon mal loslaufen, bis sie da sind, sollte das Upgrade fertig sein. Ah, das Gebäude ist ja tatsächlich kaputt gegangen irgendwie. Lauft am besten da mal ein bisschen geklumpt hin. Sonst sind die ersten, die da hinlaufen, schon wieder tot. Und. Ja, geht doch. Geht doch. Supi. Dann haben wir gelernt, wenn du Legionäre bauen willst, brauchst du einen Tempel. Gut. Dann guck ich mal, was uns so die nächste Mission noch bringen wird. Bis denne. Tschüss.